Stackeln an der Kruke, alles aussteigen, Endstation. Stackeln an der Kruke. Stackeln an der Kruke? Ich wollte eigentlich nach Hamburg. Tut mir leid, meine Dame, aber der Zug endet hier. Aber vielleicht sehen Sie sich ein bisschen um. Stackeln an der Kruke, Stackeln an der Kruke. Ein hübscher Name für einen Ort. Das wackelt richtig auf der Zunge. Da muss man sich ja umsehen. Sehr hübsch. So ist die Katze hier aufgetaucht. Kurz nach Pfingsten war's. Und das Wetter war gerade besser geworden. Eigentlich will sie ja gleich wieder weiterfahren. Aber der Straßenname hat's ihr angetan. Backpflaumenallee. Und das Haus natürlich. Das Haus Nummer 17 am Ende der Backpflaumenallee. Am Tor hängt ein Zettel. Zu vermieten? Egon Maulwisch. Direktor. Hübsch. Sehr hübsch. Was für eine angenehme Küche. Man fühlt sich gleich wohl hier. Die Katze sieht sich um. Gründlich, wie sie ist. Im Obergeschoss stehen nichts als Filzpantoffeln. Viele Kartons mit Filzpantoffeln. Merkwürdig. Allerliebst alles, besonders bei Sonnenschein. Hier lässt sich bestimmt gut wohnen. Und schon ist die Katze in Stackeln an der Kruke Backpflaumenallee 17 so gut wie zu Hause. Das ist ja eine schöne Bescherung hier. Ich nehme an, Sie sind eingebrochen. Natürlich nicht. Was denken Sie von mir? Die Hintertür war offen. Aber setzen Sie sich doch. Holen Sie sich ruhig einen Küchenstuhl. Himmelgroße Türken, das ist mein Stuhl und mein Haus. Was machen Sie denn hier? Ich probiere es. Was machen Sie? Ich probiere das Haus, ob es mir passt.
Ich wohne zur Probe, verstehen Sie? Und ich muss sagen, das Haus gefällt mir. Ich bin entschlossen, es zu mieten. Warum sagen Sie das nicht gleich? Gestatten, mein Name ist Maulwisch, Direktor. Ich bin manchmal etwas polterig, aber das darf man nicht so ernst nehmen. Das ist mein Geburtshaus, wissen Sie. Leider hatte ich eine unglückliche Kindheit. Mein Vater hatte nur Filzpantoffeln im Sinn. Damit ist er allerdings reich geworden. Aber ich habe ein neues Haus gebaut, weil ich hier gar nicht gern wohne. So eine unglückliche Kindheit steckt in den Wänden. Aber nicht doch. Man muss so ein Haus nur richtig bewohnen. Spart sich vor allem. Sowas krempelt ein Haus vollständig um. Hinterher ist es dann wie neu. Wie hoch ist denn die Miete? 1000 Mark. Ist das nicht ein bisschen teuer? Für ein Haus mit unglücklicher Kindheit in den Wänden? Ich wollte es eigentlich abreißen lassen und ein Mietshaus bauen an dieser Stelle. Das bringt Geld. Das wäre schade. Also gut 500 Mark. Vielen Dank. Aber eigentlich tue ich Ihnen ja einen Gefallen, wenn ich das Haus miete. Es ist ein unglückliches Haus und ich soll es Ihnen glücklich wohnen. Hinterher ist Ihr Haus ja das Doppelte wert. 350 Mark und keinen Pfennig weniger. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in diesem Haus. Mahlzeit. Dudel-dudel-kock, dudel-dudel-kock, dudel-dudel-kock. Meinen Glückwunsch. Ein hübsches Ei. Es ist Ihnen gut gelungen. Ja, finden Sie? Ich lege jeden Morgen ein Ei. Wollen Sie dies hier? Gerne. Ich heiße Marianne Dudel. Man kann auch Dudelhund zu mir sagen, wenn man will. Ich bin die Katze mit Hut. Ja. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Er ist noch warm. Gerne, gerne. Dudel, Dudel, kock. Es dauert nicht lange. Da sind die Katze und Marianne Dudelhuhn dicke Freunde. Platz ist ja genügend im Haus. Also bleibt das Dudelhuhn hier wohnen. Wenn's kein Hund ist. Doch, es ist ein Hund. Guten Tag. Mein Name ist Knack. Sehr erfreut. Vermutlich sind Sie zur See gefahren. Man sieht es an Ihrer Mütze. Jawohl. Tahiti, Rio, Neuseeland, um nur einiges zu nennen. 3 Jahre als Schiffbrüchiger auf den Kürbisinseln. Aber ich habe mich vorige Woche zur Ruhe gesetzt. Suche jetzt eine kleine Beschäftigung auf dem Lande. Haben Sie Wackelkontakte? Eine lose Schuhsohle? Einen Nagel einzuschlagen? Wow! In so einem Haus gibt es immer was zu reparieren. Ich wollte noch erwähnen, dass ich ausgesprochen friedlich bin. Allerdings nicht bei Dieben und Einbrechern. Wow, 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 wow! Aber Sie schätzen ja keine Hunde im Haus, wie man hört. Nein, ich bitte Sie. Es war natürlich ein Scherz. Eine Redensart. Können Sie Kartenspiele zu dritt? Und ob, Verehrteste, jede Menge. Dann sind Sie unsere dritte Person, Kapitän. Platz genug ist im Hause. Wie wär's mit einem Kaffee? Kommen Sie einfach rein. Und damit ist Kapitän Knack schon so gut wie eingezogen. Herz, Karo, Dodi. Kontra gereizt, das Bubenkreuz, waff, waff. Und ein Damenass. Was ist das? Was war das? Was soll das? Hochdudel, Hochdudel. Ob das die unglückliche Kindheit ist, von der du erzählt hast? Unsinn. Kommen Sie mit, Kapitän? Wenn Sie meinen. Aber Gespenster kann man nicht beißen, das muss Ihnen klar sein. Wufz, wufz. Mast und Schutbruch. Es ist ein Gespenst. Würden Sie bitte das Licht wieder ausmachen? Warum eigentlich? Sind Sie lichtscheu? Ja, sehr. Wieso soll ich lichtscheu sein? Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen, Kapitän. Aber machen Sie das Licht bitte wieder aus. Das erleichtert offenbar die Unterhaltung. Bei mir nicht. Nicht in dieser gefährlichen Lage. Knurr, knurr. Vielen Dank. Verzeihen Sie, aber ich habe gerade Ihr Haus inspiziert. Und?
Gefällt es Ihnen? Oh ja, sehr. Aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin der Hundertfuß. Was mir besonders gefällt, ich hätte hier einen idealen Platz für meine Glühbirnensammlung. Die weichen Filzpantoffeln, Sie verstehen. So sehen also Gespenster aus. Soll ich mal bellen? Psst, nur das nicht. Wenn Sie bellen müssen, Kapitän, gehen Sie vors Haus. Sie sammeln Glühbirnen? Allerdings. Aber nur ausgebrannte, Sie verstehen? Wo man sicher sein kann, dass sie nicht plötzlich grelles Licht machen. Sie glauben ja gar nicht, wie lichtempfindlich ich bin. Deshalb bin ich auch nur nachts unterwegs. Ich brauche ein dunkles Plätzchen, sonst nichts. Da sind Sie hier bei uns genau richtig. Willkommen im Haus, Katze. Machen Sie es sich bequem. Und Sie erlauben, dass ich meine Glühbirnensammlung hierher bringe? Es wird einige Nächte dauern. Aber selbstredend, Herr Hundertfuß. Kapitän Knack? Ja, bitte? Was? Achten Sie darauf, dass die Fensterläden hier oben auch tagsüber geschlossen bleiben. Ich verstehe nicht, aber ich achte. Wuff. Haben Sie die unglückliche Kindheit vertrieben? Unsinn. Es handelt sich um einen Sonderling, meine Liebe. Etwas scheu, etwas schrullig, aber mit guten Manieren. Passt genau ins Haus. Jetzt sind Sie schon zu viert in der Backpflaumenallee 17. Wie eine fröhliche Familie, denkt die Katze vor dem Einschlafen. Alle fühlen sich wohl. So vergehen 2 Wochen. Warum machen Sie denn nicht auf? 5-mal habe ich an der Vordertür geklingelt. Wir haben die Klingel abgestellt. Sie könnte mich beim Eierlegen erschrecken, Doodle-Doodle-Dog. Oder beim Frühstück stören. Guten Morgen. Wohnen diese Personen jetzt auch im Haus? Ja, ich habe einen regelrechten Hausstand gegründet. Ohne meine Erlaubnis? Es ist nicht zu fassen. Das Haus soll ja richtig bewohnt werden, nicht wahr? Darf ich vorstellen, Herr Direktor Maulwisch, meine Freunde. Was ich sagen wollte, Sie haben mir die Miete noch nicht überwiesen. Der erste ist längst vorbei. Das ist richtig. Wie unangenehm. Es muss an der Bank liegen. Haben Sie denn überhaupt Geld auf der Bank? Nein, ich glaube nicht. Ich habe alles abgehoben. Macht nichts. Sie können es mir auch bar geben. Ach, ich habe im Moment nicht genügend im Haus. Wir hatten gerade größere Ausgaben. Ein 3-Personen-Haushalt. Wer Ihnen mit einer kleinen Anzahlung gedient? Sagen wir 20 Mark. Unglaublich. Unglaublich! Ab der nächsten Woche habe ich Arbeit. Als Kunsthäklerin bei Tapp und Tante. Tapp und Tante ist ein ordentliches Geschäft. Dann wird's leichter, Herr Maulwisch. Tschüss. 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 Unglaublich, dieses Mundwerk. Aber spaßig ist sie. Das muss man ihr lassen. Ein paar Tage später sitzt die Katze tatsächlich bei Tapp und Tante im Schaufenster und häkelt den Leuten was vor. Als Reklame, damit die Leute Lust aufs Häkeln kriegen und drinnen im Laden ihr Häkelgarn kaufen. Das macht Aufsehen in der Stadt Stackeln. Jeder will die Katze häkeln sehen. Es bricht ein richtiges Häkelfieber aus. Alles trägt Häkelmode. Ein großer Erfolg für die Katze. Thank you.
einige Zeit später, Sonntagvormittag, geht der Maulwisch wieder in die Backpflaumenallee. Er will mit der Katze ein ernstes Wort reden. Wünsche einen guten Morgen zusammen. Einen schönen Morgen. Guten Morgen. Treten Sie näher, Herr Maulwisch. Sie rauchen übrigens einen scheußlichen Tabak. Das muss Ihnen mal jemand sagen. Er stinkt. Jawohl. Wie bitte? Der Tabak stammt noch von den Kürbisinseln. Vielleicht hat er einen etwas herzhaften Geschmack, aber stinken? Waff, 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 waff. Jetzt ist er beleidigt. Das ist ihm gut gelungen. Halten Sie den Mund. Dudi, Dudi, Dudi. Und Marianne auch. Sie werden den eigentlichen Grund meines Kommens erraten. Was ist das für ein Geräusch? Es brumselt. Was? Wie? Wo? Neben dem Herd. Das ist Ihr Lieblingsplatz. Es ist eine Brumsel. Wir haben sie kürzlich ins Haus genommen. Erschrecken Sie sie nicht. Sie träumt von Pudding. Es ist eine Puddingbrumsel. Und sowas holen Sie in mein Haus? Sowas? Das ist ein Waisenkind. Und ein Findelkind dazu. Um so jemanden muss man sich doch kümmern. Pudding, bitte. Brumsel, Brums, Brums. Ja, Brumselchen. Heute zum Mittagessen. Es ist nicht zu fassen. Ein sehr gutartiges Kind. Natürlich darf man ihr nicht zu viel Pudding geben. Davon werden die Kinder dick. Warum sehen Sie mich dabei an? Ich bin so dick vom Bier trinken. Ich bin schließlich Brauereidirektor. Übrigens, Sie sind ja mit Ihrer Häkelei auch eine stadtbekannte Person geworden. Hoffentlich zahlen Tapp und Tante gut. Und damit komme ich auf den eigentlichen Grund meines Besuches. Was ist das? Schokoladenpudding, Brums, Vanillepudding, Brums. Ruhe! Zu Hilfe! Aber Herr Direktor, das ist nur der Zappergag. Guck hier, meine Kleine, der Onkel Maulwisch ist zu Besuch gekommen. Sag schön guten Morgen. Das ist ja ein Reptil. Ist es giftig? Zapper, zapper, gick, 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 quatsch, quatsch, quatsch. Ein schwieriges Kind, sehr eigenwillig. Er schläft bei mir im Schlafzimmer. Irgendwie sieht es tückisch aus. Das ist übertrieben. Erdbeerpudding, Brums, Brums. Was ich schon die ganze Zeit sagen will, die Miete. Was ist denn das schon wieder? Geht zur guten Nacht, jetzt wird der Herr Schluss gemacht, weil ich. Das ist Baby Hübner. Es ist gelegentlich ein bisschen laut, das muss ich zugeben. Aber es kommt direkt aus dem Wald, wissen Sie? Hey, Baby Hübner! Beherrsch dich, du bist nicht allein auf der Welt. Als Künstler hat man es besonders schwer. Ein sehr begabtes Kind. Es schläft sogar im Klavier. Das auch noch. Ich bin nicht sehr musikalisch, aber ich hatte den Eindruck, es singt ziemlich falsch. Sie werden sich noch wundern, wenn ich eines Tages in der Oper auftrete. Ich werde singen, dass den Leuten die Haare zu Berge stehen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich muss Sie unter vier Augen sprechen. Gehen wir ins Wohnzimmer. Johannisbeerpudding. Brums, Brums. Brumsel, Brums. Brums. Sie haben hier ein Tierasyl aufgemacht. Eher ein Kinderheim. Ohne meine Erlaubnis. Und dann solche Kinder. Pelzig, schuppig und struppig. So ausnehmend hübsch sind wir doch alle nicht, Herr Direktor. Warum sehen Sie mich dabei an? Und Hauptsache ist doch, dass alle hier eine glückliche Kindheit erleben, damit dieses Haus wieder auf die Beine kommt, nicht wahr? Dann zahlen Sie mir wenigstens die Miete. Auf meinem Konto will sich einfach nichts ansammeln. Die Kinder machen natürlich Kosten. Aber zu einer kleinen Anzahlung reicht es sicher. Seien Sie gut zur Katze mit Hut. 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 Ich will keine Anzahlung. Nein, danke. Kaufen Sie lieber diesem Hund einen besseren Tabak. Aber
Aber am nächsten 1. wird bezahlt. 700 Mark für 2 Monate. Sonst können Sie sich auf was gefasst machen. Ich setze euch alle auf die Straße. Na dann bis zum nächsten 1. Auf Wiedersehen, Herr Maulwisch. Seien Sie gut zur Katze mit Hut. Seien Sie gut zur Katze mit Hut. Seien Sie gut zur Katze mit Hut. Der Herr Maulwisch rennt wütend nach Hause. Da begegnet ihm ein seltsamer Zeitgenosse. Ja, zum Donnerwetter, können Sie denn nicht aufpassen? Verzeihung, werter Herr. Wenn ich das könnte, werter Herr, wäre ich ja kein Stolpervogel. Ist doch logisch, werter Herr, oder? Bestimmt geht er auch zur Katze. In mein Haus. Diese Dame zieht Sonderlinge an wie ein Magnet. Der Herr Maulwisch behält recht. Verzeihung, einen fröhlichen Tag, werte Damen und werte Herren. Ja, können Sie denn nicht aufpassen, Sie komischer Vogel? Es war sicher keine Absicht. Der Vogel ist einfach gestolpert. Richtig, werte Dame. Sie sind das erste Wesen, das mich versteht. Rhabarberpudding, Brums. Ich bin nämlich ein Stolpervogel und suche ein ruhiges Plätzchen, wo man möglichst wenig stolpern und viel sehen kann. Dann sind Sie hier genau richtig. Sie können unser Empfangschef werden. Und so geschieht es natürlich. Der Posten gefällt dem Stolpervogel ausgezeichnet. Aber was soll man sagen? Der Katze ist das Haus immer noch nicht voll genug. Lange muss sie allerdings nicht warten. Da sieht nämlich der Stolpervogel ein sehr merkwürdiges Tier die Backpflaumenallee heraufkommen. Ananaspudding. Brums, Brums, Brumsel. Das Essen war wieder mal vorzüglich. Wenn ich daran denke, was man als Schiffbrüchiger fressen musste, auf den Kürbisinseln. Es waren auch 2 Eier dran am Essen, Dudel, Dudel, Gagagag. Würden Sie so freundlich sein und nachsehen, Kapitän Knack? Es hat geklopft. Schnüff. Es hat keinen Kopf und riecht wie ein Kamel. Dann kann es jedenfalls nicht der Installateur sein. Es ist ein Hinterteil. Hinten hat man natürlich keinen Kopf. Was tut es da? Steht einfach dumm rum. Zapper, zapper, geck, geck, geck. Können Kamele Pudding kochen, Brums, Brums? Wir müssen es von vorne betrachten, Kapitän. Von vorne sieht, ist die Sache nicht mehr schwierig. Dieses Tier ist ein Lama. Im Augenblick schläft es gerade. Vielleicht eines der seltenen Schlaflamas, die ab und zu auf den Kürbisinseln gesehen werden. Aber man sollte im Schlaf nicht die Zunge heraushängen lassen. Angenommen, man träumt vom Essen, dann beißt man sich drauf. Guten Tag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin ein alleinstehendes Mädchen. Meine Eltern waren arm, aber rechtschaffen.
Von früh bis spät bin ich auf den Beinen. Und wenn es regnet, habe ich kein Dach überm Kopf. Wunderhübsch, vor allem der Knicks. Da weiß man doch gleich, dass man es mit einer wohlerzogenen Person zu tun hat. Übrigens haben Sie im Moment ein überaus solides Dach überm Kopf. Hier in der Diele hat es noch nie durchgeregnet. Das macht mich sehr glücklich, Madame. Ich fürchte nämlich nicht so sehr wie Regen. Dann sollten Sie hier bleiben. Oder hatten Sie was anderes vor? Nein. Ich möchte mich gerne nützlich machen auf der Welt. Oh, bitte. Dann können Sie gleich mal den Spiegel putzen. In der Kammer hier finden Sie, was Sie brauchen. Also, Kapitän, gehen wir wieder in die Küche. Sie dürfen das Besteck putzen. So, darf ich. Und wenn mir dabei die Pfeife ausgeht. Waff, waff. Das also ist ein Spiegel? Entsetzlich. Was ist das? Oh, oh, oh. Ein unglückliches Geschöpf, das Lama. Aber sein Hinterteil ist klüger als sein Vorderteil. Drum bleibt es auch im Haus. Wacht erst auf, als die anderen ihr Lied erfinden. Da kommt sogar der Hundertfuß für einen Sprung runter und singt mit. Ja, in Starken an der Kruke stand ein Häuschen mal leer. Heute oben drin die Katze und ein Haufen Leute mehr. Zabergeck, wir ziehen nie wieder weg. Brums, brums, wow, wow. Uns gefällt's in den Bau. Sie erlauben, dass ich meines Amtes walte, werte Damen und Herren. Aber Vorsicht! Aber Vorsicht! Verzeihen Sie, werter Herr, ich bin ein Stolpervogel. Hier, ein Telegramm an die Katze mit Hut. Hier, bitte sehr. Vergessen Sie nicht, dass ich am 1. komme. Maulwisch-Direktor. Dudel, Dudel, der verdirbt annimmt die ganze gute Laune. Wow, wow, ich fürchte, ich muss ihn doch mal beißen. Zabber, zabber, kick, 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 Zitronenpudding, Brums. Also, ich kann Hausbesitzer nicht leiden. Auf in die Kampftorero, siegesbewusst, Haare auf der Brust. Ruhe, bitte. Wir müssen alle die Ruhe bewahren. Wenn der Maulwisch kommt, werden wir ihn gebührend empfangen. Schließlich haben wir ja noch ein paar Tage Zeit. Ja, in Starken an der Kruke stand ein Häuschen mal leer. Heute wohnen drin die Katze und ein Haufen Leute mehr. Dudel, Dudel, Zabergeck, wir ziehen nie wieder weg. Brums, Brums, wow, wow. Uns gefällt's in den Bau. Käpt'n Knack und das Lama, Stolpervogel. Und ich, alle finden's ganz toll in dem Haus von Maulwisch. Dodi, dodi, waff, waff, waff. Uns macht Spaß in dem Kaff. Rums, zapper, geck. Wir ziehen niemals weg. Scheint die Sonne, gibt's Frühstück meist draußen im Garten. Bei Mondschein, da sitzt man im Haus und spielt Karten. Wir ziehen nie wieder weg. Uns gefällt dieser Bau. Dodi, dodi, unsere Katze, die ist ein besonderer Schatz. Denn bei ihr findet jeder den richtigen Platz. Dodi, dodi, zapper, geck. Wir ziehen nie wieder.